Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Train the World 2 Video hier auf der Southeastern Highspeed Strecke. Und ich kümmere mich im heutigen Video um das letzte Szenario, das da heißt Letzter Halt. Heute übernehmen wir die Steuerung einer nächtlichen Fahrt auf einer Class 375 Electro Star bis Gillingham. Das Ganze startet in Rochester am 14.08.2020 um 22 Uhr. 3700 Punkte für die Goldmedaille und 1 von 5 Schwierigkeit. Dann starten wir mal und steigen ein in die Class 375 in Rochester. Willkommen im letzten Zug des Abends. Wir stehen vor Rochester Junction und warten darauf, dass uns ein verspäteter Javelin passiert. Wenn das Signal fällt, fahren Sie zum nächsten Halt. Wenn das Signal fällt, ist ja... Ich hätte ja der Wahnsinn, das klingt ja schon fast hier wie... Wie irgendwas aus einem MMORPG. Aus irgendeiner Action. Irgendeine Action Storyline. Da fährt die Class 395. Dann kann ich in der Zwischenzeit ja schon mal hier die. Wo war denn das Ganze nochmal? Nein, da war es nicht. Doch, das war da. Schon mal die. AWS und. DS deaktivieren. Und dann kann ich auch weiterfahren. So. Wir weiterfahren. Bup, zack. Und dann geht die wilde Fahrt auch schon los. In Rochester rein. Und dann halte ich nochmal kurz in Rochester, lassen die Fahrgäste aus und einsteigen. Okay, 22.04, das ist ja easy, aber sowas von easy machbar. Denke ich mal, ja, es sind noch ein paar hundert Yards. Oh, schön hier über diese Brücke. Bist du schnell? 3700 Punkte. Sind nicht viel, wir halten auch nicht allzu viel. Ich glaube, wir haben Rochester und dann haben wir nach... Danach glaube ich dazwischen noch zwei oder maximal drei Stops, bis wir in Gillingham sind. Also allzu viele Punkte gibt es nicht zu holen. Wobei, ja, es gibt ausreichend Punkte zu holen. Jetzt muss ich den Bremspunkt verpassen. Nachdem ich hier gerade eben mit der Class 395 gefahren bin, ist er mit der Class 375 natürlich auch wieder ein anderer Bremspunkt. Ich habe jetzt nur 15 Punkte, weil ich so bescheiden gefahren bin. Und ich denke mal, dass wir weiterhin aufgrund des verspätesten Javelins hier halt gerade die roten Signale noch genießen dürfen. Zeitlich gesehen, boah, gut dabei. Nicht die perfekte Halteposition für die Punktzahl her, von der Punktzahl her, aber vielleicht hole ich die Punkte dann auch wieder rein, die ich hier verliegen lassen habe, die 15 Punkte. Verriegel ich hier die Türen. Komm auch mal, dass es so leise ist gefühlt. Zuvor war es gefühlt lauter. Geil, so schnell soll ich jetzt nicht rausfahren. Ich darf ja gleich nur noch 15 Miles per Hour fahren. Deswegen beschleunige ich jetzt einfach mal nur 15 Miles per Hour. Wieder ein gelbes Signal. Nächster Halt ist dann Chatham in 2,5 Minuten. Oh je, es ist langsam. Aber ist ja, glaube ich, auch nicht ganz so. Nicht ganz so, ne? Geht noch leicht bergauf, es ist nicht ganz so. Ja, ist eine engere Kurve, meine Güte. Nicht jetzt so eine langgezogene Kurve.
die man schneller fahren kann. Nach diesem Szenario, wenn ich hier wieder auf der Southeastern Highspeed-Strecke bin, geht es natürlich weiter hier im Fahrplanmodus. Das Ganze dann per Zufallsgenerator, welcher Zug gefahren wird, welcher Fahrplan gefahren wird und wie die Jahreszeit ist und wie die Bedingungen sind. Ich denke mal, ich werde auch dahingehend wahrscheinlich nochmal so ein bisschen, nicht nur in anderen Strecken, sondern auch noch hier auf der Strecke ordentlich was aufnehmen, auch im Schnee halt deswegen, also halt auch im Schnee, da wir ja jetzt gerade Winter haben. Und es dauert ja nicht mehr allzu lang, noch einen Monat circa, knapp anderthalb Monate, bis der Frühling beginnt, wo dann die Jahreszeit dann sich halt auch wieder hier bei den Transfer World 2 Videos auch wieder verändern wird. Und den Winter, den muss man jetzt noch mal ein bisschen ausnutzen, während ich hier die ganzen Szenarien fahre. Dass ich dann auch mal wieder ein bisschen Fahrplanmodis fahre und dann halt schön im Winter. Mit ein bisschen, damit es mal ein bisschen abwechselnd auch so reinkommt. Ne? Ab und zu gibt es ja auf den Strecken halt auch Szenarien, die halt im Schnee stattfinden, aber. Aber das ist halt auch eher weniger da der Fall. Ich glaube, diesmal lernen gar keins. Trotz 11 Szenarien mit den ganzen Lock-DLCs. Da sind wir schon wieder in Chatham. Ich glaube, in Chatham kann ich noch. Also, was ist in Chatham? Auf der ganzen Nahverkehrszugbahn steigen kann ich noch so viel mitnehmen und einsammeln. Wunderbar. Mal die Fahrgäste einsteigen. Ich glaube, ich sollte hier auf Tür freigeben gehen und nicht auf STO, aber. Vor allem, ich weiß auch nicht, was SDU bedeutet, aber die Türen gehen auch auf, von daher. Und der nächste Halt ist sogar schon in Gillingham. In 1,4 Meilen. Und knapp 3 Minuten Fahrzeit, so gesehen. 3 Minuten soll ich dort sein. Und dann haben wir das Ganze schon hinter uns. Und ja, punktezahlmäßig 3700 waren das, naja. Wir fahren ja auch nochmal wahrscheinlich durch die Waschanlage und so weiter. Könnte ich mir das vorstellen. Dass es auch hier durch eine Waschanlage geht. Und so wenig sieht, hier muss man ja nicht ausmachen. Dann sehe ich mir. Ah, schon viel angenehmer. Jetzt gehst du wieder bergauf. Aber ich finde es auch sehr interessant und sehr nice, dass sich der Highspeed-Train und der Nahverkehrszug, also das Shell und der, ja, langsam Zug so gesehen, dass sie sich zum Teil auch die Strecke teilen. Macht dann das Ganze, wirkt dann auch wieder dynamischer, ne? Produziert halt immer wieder was. Man sieht nicht immer nur Nahverkehrszüge, sondern halt auch zum Teil Schnellverkehrszüge. Kann ich es noch mal ein bisschen beschleunigen auf 50 bzw. auf 60. Ja gut, 0,6 Meilen geht es ja wieder runter. Da lohnt sich das Beschleunigen, das weitere Beschleunigen schon gar nicht mehr. Kann ich schon wieder eher entschleunigen. Gab es nicht auch hier Nachtersatz? Ich muss noch ein bisschen stärker in die Eisen gehen, aber ich glaube, mit B1 drunter zu bremsen. B1 ist schon ganz gut. B1 ist stark. Gut, es geht auch noch bergauf, darf man auch nicht vergessen. Ich finde aber auch, dass so von. Oh, es gibt, wir sind im Tunnel. Ich finde auch von der Beleuchtungskraft her ist die Class 375 nicht ganz so strong. Oder allgemein auch die Class 377. Aber gut, Class 375 und Class 377 sind ja von der selben Bauart.
so würde ich es jetzt bezeichnen. Vom selben Bautyp. Aber es sind ja beides Class 37s. Nur das eine eine Class 375 und das andere eine Class 377. Quasi eine andere Generation oder sowas in der Richtung. Ich habe mich bis dato noch nicht genügend damit beschäftigt, um Unterschiede zu kennen und zu erkennen und zu wissen und so weiter. Das Ganze wird dann höchstwahrscheinlich, sofern es irgendwann mal ein Transportfestival 2 dazu kommt, dass eine Class 375 oder was auch immer auf die Bahn geschickt wird, dass ich dann mich dann näher informiere drüber. Und näher ist noch unterschrieben. So, dann lassen wir erstmal eine Fackel aussteigen. Schließlich ist das hier der letzte Halt. Es geht nicht noch weiter. Zumindest nicht für die Fahrgäste. Für uns natürlich schon. Wir müssen das Ganze hier noch wieder zurück zum Depot bringen. Ich lege mal die Türen einfach mal hier. Das geht nämlich auch, aber SDO geht nämlich auch. Muss ich nochmal gucken, was SDO. Also SDO ist halt bei der Class 375. Gar nicht gesehen, dass es 400 Punkte gab. 500 meine ich. Na gut. Das Gillingham Betriebswerk hat manuelle Weichen. Sie müssen diese korrekt einstellen, bevor sie in das Betriebswerk fahren. Da sind wir ja schon. Da wollen wir hin. Wo wollen wir? Wir wollen da hin. Ich mach's einfach hier rüber. Dann halten wir da. Was wieder zu schnell hier. Ich werde hier schon wieder zu schnell. Fahren wir mal zum Gillinger Betriebswerk. Ist ja nur noch 0,6 Meilen. Also sind nur noch 0,6 Meilen. Sind wir auch schon am Punkt, wo die Reise für uns und auch für diesen Class 375 endet. Und ich bin auch schon, ich freue mich schon auf die ganzen, auf die Fahrplanfahrten. Wie gesagt, ich denke mal, ich werde das dann irgendwie so versuchen hinzubekommen, dass ich einfach mal wieder so. Also, ich so ungefähr von allen Strecken, die ich bisher schon gefahren habe, dass ich einfach so ungefähr. 5 Fahrplan-Szenarien so gesehen. Schon mal bereits im Voraus aufnehme. Wenn auf allen Strecken was habe. Dann wird es vielleicht in den Frühling hinein auch noch so ein bisschen Schneefahrten geben, aber. Einfach, dass ein bisschen was vorhanden ist, so gesehen. Ja, und Schnee ist ja nur einmal im Jahr, ne? Also, ich meine, Frühling und Sommer, da tut sich zwar auch was, aber ich sag mal, Frühling und Sommer und Herbst sind ja doch schon eher kleinere Dinge und Winter ist natürlich doch schon, ja, dicht direkt ins Auge. Oh, really?
Dann war ich ja, wäre ich ja eigentlich doch richtig gewesen, wie ich eigentlich vorher war. Nevermind. Es kommt davon, wenn man doch einfach ein bisschen an den Weichen rumspielt, ne? Da hat man dann plötzlich doch die falsche erwischt. So. War nämlich alles richtig. Belastend. Ah, gut, passiert. Ist ja auch dunkel, ne? Da kann man schon bestimmt mal was tun. Na gut, der Halt ist dann ja auch gleich getan. 3700 Punkte, what? Gut. Wir bekommen nochmal Punkte fürs Halten. Hier ist es nochmal 500. Dann habe ich die 3800. Und es gibt nochmal 250 Punkte fürs Abschließen des Szenarios. Von daher. Von der Punkte, wunderbar. DRA aktivieren. Richtungswender. Falsche Richtung auf aus. Generalschlüssel auf aus. Und dann verlasse ich den Zug. Wehe, ich muss auf die andere Seite. Danke fürs Abschließen dieser Fahrt. Hallo. Lassen wir uns sehen, bis sie abgeschnitten haben. Achievement unlocked all arounder. Ich denke mal, das wird sein, weil wir alle Szenarien abgeschlossen haben. Bester Halt war auf Gillingham, Gleis 1 mit 0,144 Yards. 20 Minuten habe ich verbündigt. 4 Meilen zurückgelegt. Es gab 3817 Punkte und eine Goldmedaille. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das letzte Szenario, beziehungsweise die haben die ganzen Szenarien von der Southeastern High Speed Strecke gefallen. Beim nächsten Mal, wenn ich mich auf der Southeastern High Speed Strecke befinde, kümmere ich mich dann um den FAPA-Modus. Das heißt, erstmal werde ich mit einem Random Number Generator erlosen quasi, was für eine Wetterbedingung wir haben. Danach welchen Zug wir fahren, welchen Zugtyp wir nehmen und danach welchen Fahrplanmodus, welche Fahrplan wir nehmen. Das Ganze dann beim nächsten Video hier auf der auf der Southeastern Highspeed Strecke. In dem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Trains in World 2 Video.